Internet, so ein Fernreisemobil. Man sagt, so ein Fernreisemobil zu bauen dauert so 2 bis 3 Jahre. Das kann man sich bauen lassen. Und man kann das halt auch in unterschiedlichen Szenarien teilweise selbst oder komplett selbst bauen. Der Zeitaufwand, der dafür nötig ist, liegt aber bei mehreren Mannjahren. Beim Rumsuchen im Internet habe ich dann so ein Projekt gefunden, das heißt Einraumwohnung, findet ihr auch auf YouTube. Und das fand ich total geil. Die haben da so ein Blumenlaster ausgebaut, so ein 7,5-Tonner als Fernreisemobil. Und ich fand das ein mega Projekt. Allerdings fiel es bei meiner Frau Annette durch, die hat gemeint, das hat ja gar kein Allrad. So alleine Firma zu finden, die solche Fahrzeuge baut, mit der man dann auch tatsächlich bauen will, ist überhaupt schon eine Challenge an sich. Wir sind nach langem Suchen bei einer Firma in Berlin rausgekommen, haben das Projekt besprochen, was wollen wir denn eigentlich mit diesem Fahrzeug, wo wollen wir denn hin, wie schwer soll es denn werden? Und die haben uns dann eine Empfehlung gegeben, auf mobil.de haben sie uns einen Link geschickt für eine Feuerwehr, für eine Feuerwehrschule aus Würzburg, 14.000 Kilometer. Top-Zustand, immer in der Halle gestanden, kein Rost. Ich konnte nicht widerstehen, ich musste dieses Ding kaufen, die war so süß. Nachdem vertraglich dann alles eingetütet war, war im Prinzip schon ein Jahr vergangen zwischen der ersten Idee, dem Fahrzeug kaufen und dem Vertrag. Im Mai, 22 Monate vor der Auslieferung, ging es dann los mit den Bauarbeiten, den alten Feuerwehraufbau runter, das Fahrgestell überprüfen. Einen Monat später gab es dann neue Reifen. 16 Monate vor der Auslieferung, ein halbes Jahr nach Baubeginn, wurde dann die Fahrerkabine zerlegt, neu lackiert und das Fahrgestell aufgearbeitet. Im Folgejahr, im August, also 7 Monate vor der Auslieferung, stand dann die Rohbaukabine auf dem Auto. Fenster war noch keine drin und einen Monat später bin ich dann mal selber hin. Zu dem Zeitpunkt waren dann die Fenster schon eingebaut, bin dann durchs Auto, habe mir die Rohkabine angeguckt und alles, was da sonst schon so dran war, war allerdings auch noch ein weiter Weg. Im November desselben Jahres sind wir dann gemeinsam nach Berlin gefahren und haben uns den Rohinnenbau angeguckt. Bei der Geschichte geht es dann darum, nachzugucken, passen die Dimensionen der Möbel, sind die Durchgänge breit genug, ist die Arbeitsplatte hoch genug, stimmt die Sitzbank und so weiter. Zu dem Zeitpunkt kann man noch Änderungen machen, danach wird es dann extrem teuer, falls noch Beschwerden werden. Bei uns hat aber alles geklappt. Des dritten Jahres war dann tatsächlich der große Moment da, auf den wir 3 Jahre gewartet hatten. Die Auslieferung stand an. Wir haben dann Schlafsack, Töpfe, Tassen, Teller, was man so braucht für die ersten Nächte, in einen Mietwagen geladen und sind mit dem dann nachher nach Berlin gefahren und kamen dann abends um 8:30 Uhr, kamen dann da an. Das ganze Team war noch da. Wir bleiben. Und die waren natürlich stolz wie Bulle auf ihr Werk, die haben da mehrere Jahre dran gearbeitet und die Karre, die sah so geil aus, das war so richtig. Ich bin dann so außenrum, wir haben uns eine Luftansaugung bauen lassen, so eine schöne schwarze, und ich wollte da so vertrauensvoll nach dran klopfen und sagen, hey Leute, das habt ihr aber echt klasse gemacht. Und die so, halt, das Auto war so frisch, da war die Farbe noch feucht an dem Ding. Jo, die haben uns das Fahrzeug dann rausgefahren, wir haben die Nacht auf dem Gelände verbracht und am nächsten Morgen beim ersten Tageslicht sind wir halt mal so durch das ganze Ding. Nach vorne ins Fahrerhaus und wieder zurück aufs Dach. Wir haben die Nummernschilder montiert, die Dieselheizung gestartet und den ersten Kaffee da gekocht. Das war ein sehr geiles Gefühl. Die Schiffsluke. Ja, wie ging das auf? Ah, ja. Wir gehen dann mal aufs Dach, ne? Schiffsluke. Was wir hier machen, ist noch so ein Steuerstand mit einem Lenkrad. Dann hat man einen besseren Überblick und kann von hier aus lenken. Das wird lässig. Also komm mal, lebt gut durch. An meiner Technik noch ein bisschen feilen, aber... Sehr schön. War dann geplant einen halben Tag, Durchsprache der Technik, Übergabe des Fahrzeugs, Erklärung der Elektrik, der Tanks, der Abwassertanks und so weiter. Mal mit dem Rollwagen und das Fahrzeug, damit man weiß, wo sind die Abschmierpunkte.
Was ich noch wissen wollte, war dann zwei Dinge. Zum einen mal, wie kriege ich das Ersatzrad runter und zum anderen, wie klappe ich die Kabine nach vorne. Bei dem Ersatzrad haben wir uns das mal so kurz angeguckt und ich habe den André, den Chef da gefragt, welche Schrauben muss ich da aufmachen, die grünen? Und er meinte so, ja, die grünen. Und musste dann aber zum Telefonieren weg und ich fing dann da an, mit richtig großem Werkzeug an diesen Schrauben zu drehen und habe mir dann aber gedacht, das kann nicht sein, das waren solche Bolzen und ich habe dann mit so einer Rätsche daran gearbeitet und noch mit so einem, mit einer Rohrverlängerung und dachte ich mir so, boah, wenn das so schwer ist, den Reifen darunter zu kriegen, da will man ja keinen Reifenwechsel machen. Waren vier lange Bolzen, als ich am dritten war, habe ich mir gedacht, da stimmt was nicht, der komplette Radträger hing irgendwie so schräg da drin. Und ich bin dann hin und habe gemeint, Chef, das ist irgendwie, und dann kam er gerade vom Telefonat und meinte so, also ich hatte den Radträger losgeschraubt mit allem und ich hätte eigentlich nur die vier Schrauben vom Ersatzrad losschrauben müssen und dann kann man das mit so einer kleinen Binde, mit so einer Seilbinde, kann man das ganz einfach runterlassen und wieder hochziehen. Hat es dann zwei Stunden gedauert, bis wir den Radträger dann wieder reinmontiert hatten. Ich habe bei der Gelegenheit viel gelernt und wenn ich wissen will, wie ich mein Ersatzrad runterlasse, kann ich mir ja jederzeit die YouTube-Videos dazu angucken. Weiteres Thema war dann noch, ich wollte wissen, wie man die Fahrerkabine nach vorne klappt. Bei einem LKW ist es ja so, dass der Motor unter der Fahrerkabine ist und zur Wartung muss man die Fahrerkabine hochklappen. Bei manchen geht das hydraulisch und bei uns ist es einfach so, dass man den Gummi vom Durchgang lösen muss, den Faltenbalg. Und dann so einen Sicherungshebel ziehen und dann kann man diese Fahrerkabine einfach nach vorne klappen, weil das halt eine sehr leichte Fahrerkabine ist. Dann kann man die Wartung unten machen. Was man wissen muss, ist, wenn man das zurückklappt, muss man das sehr beherzt zurückklappen, sonst rastet das nicht richtig ein. Das war dann Teil des Problems. Wir haben dann eine ganze Weile gebraucht, bis die Kabine richtig drin war. Am Ende ist es so, wenn man weiß, wie es geht, kann man das in 2 bis 3 Minuten, kann man diesen Balg da abmachen und die Kabine nach vorne klappen und rückwärts eigentlich, vielleicht 5 Minuten, weil man diesen Gummibalg dann noch wieder reindrücken muss, ist aber technisch kein Problem. Das Auto ist im Moment ein 7,5 Tonner, wir dürfen das mit unserem Führerschein fahren. 12 Tonnen kann das Fahrzeug technisch maximal, das heißt wir arbeiten gerade an einem LKW-Führerschein, damit wir das Fahrzeug jetzt so ein bisschen kennenlernen, die ganzen das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und so, das ist ja dann schon was Großes, Mächtiges. Gab es dann 1-2 Stunden ein Training in Berlin in einem Industriegebiet. Jeder von uns musste mal so eine enge Sackgasse reinfahren. Das ging dann rechts und links, ging das so zu. Und rückwärts dann nachher in so einen Feldweg reinwenden und wieder raus und ein paar Mal im Kreisverkehr rum, so lange bis der André das Gefühl hatte, wir gefährden uns nicht und vor allem andere Leute auch nicht. Ja, und dann kam dann der große Moment, auf den wir 3 Jahre gewartet hatten. Abfahrt vom Werkshof, Fahrt durch Berlin, auf die Autobahn Richtung Dresden, ganz romantisch in den Sonnenuntergang. War sehr geil. Übernachtet haben wir irgendwo hinter Dresden dann. Wollten eigentlich an die Elbe runterfahren, war dann aber so, dass da eine Brücke war, die war 3,60 Meter und wir haben 3,75 Meter. Wir haben dann irgendwo auf einem Parkplatz übernachtet. Am nächsten Morgen wollte die Anne dann selbst fahren. Motorstart, hatten bis der Druck aufgebaut ist und dann halt hat sie uns aus diesem kleinen Ort da rausgebracht auf die Autobahn und dann nach Hause, war kein größeres Thema, ging gut. Super. Und das rote Licht ist jetzt auch weg, das T-Licht, ja. Richtig? Ja, es leuchtet gar nichts mehr. Sehr schön. Per WhatsApp angemeldet, hey, wir sind dann bald da. Unglücklicherweise waren hier sämtliche Parkplätze belegt. Wir sind dann in der Seitenstraße von hier gefahren. War dann so, dass mein Sohn noch vorbeikam und der natürlich auch mal mitfahren musste. War natürlich total geil, die Karre hat recht. In der Seitenstraße, wir können sie mal Little Italy nennen, das war so eng, das war dann quasi meine Gesellenprüfung als LKW-Fahrer, das war rechts und links, das war irgendwie 10 cm Platz, das war eine echte Challenge. Total geil. Wie geht's hier weiter?
Im nächsten Video fahren wir mit dem Fahrzeug für ein Testwochenende in die Pfalz, um mal alles auszuprobieren. Wir versuchen den Hund ins Auto zu bekommen. Ich mache Internets und wir holen uns beim Wandern einen gepflegten Muskelkater. Kommentare und Likes und Abos sind ausdrücklich erwünscht.